Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gespräch mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Guten Abend, Herr Reiter. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Wir sitzen hier im 26. Stock des SZ-Hochhauses in Berg am Laim. Mein Name ist Anna Hoben und zusammen mit meinem Kollegen Heiner Effern berichte ich für die SZ aus dem Münchner Rathaus. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. In den vielen Gesprächen, die wir im Rathaus führen und auch in den vielen Stadtratssitzungen spüren und hören wir immer wieder, wie sehr die Corona-Krise auch die Politik an ihre Grenzen treibt. Im März nun haben die Münchnerinnen und Münchner Dieter Reiter zum zweiten Mal zum Oberbürgermeister gewählt. Seitdem ist Corona praktisch täglich Thema. Der Oberbürgermeister arbeitet seit Monaten im Krisenmodus. Und darum soll es heute auch gehen, wie es sich anfühlt, das Regieren in der Pandemie. Ja, das Coronavirus hat ja das Leben der Menschen ganz schön auf den Kopf gestellt. Und viele blicken jetzt unsicher in Richtung Heiligabend und Feiertage. Herr Reiter, wissen Sie eigentlich schon, wie Sie dieses Jahr Weihnachten feiern? Ja, auf jeden Fall anders. Wir waren es gewohnt, meine Frau und ich, dass wir gerade am Heiligen Abend, das ist so der klassische Tag, wo man die ganze Familie, Kinder, Enkel, Mamas zusammenbringt und versucht, an dem Abend einfach alle gemeinsam mal zusammen zu sein. Das wird dieses Jahr so nicht möglich sein, wird einfach von der schieren Zahl her nicht möglich sein, wird aber auch mit Rücksicht auf das Alter unserer Mütter nicht das sein, was wir vorhaben, sondern wir werden wahrscheinlich heute dieses Jahr am Heiligen Abend, meine Frau und ich, ziemlich allein sein, wenn nicht ganz allein, und werden halt die Kinder dann sukzessive an den Feiertagen und im darauffolgenden Urlaub einfach zu uns einladen. Wir werden vielleicht am Abend ein bisschen, was wir heute auch tun, Video machen. Ich bin ja mittlerweile richtig erfahren in Videokonferenzen und deswegen glaube ich, ist das eine Möglichkeit, sich wenigstens am Heiligen Abend schöne Weihnachten zu wünschen. Aber ich denke, das ist einfach ein Preis, den wir jetzt alle zahlen müssen. Und ich möchte einfach tatsächlich kein Risiko eingehen, weder vor Weihnachten jetzt noch so, erst recht nicht an den Feiertagen. Es ist zurzeit wahrscheinlich sowieso so, dass Sie öfter als Ihre Familie die Kollegen aus dem städtischen Krisenstab sehen, nehme ich mal an. Der hat ja heute, wie ich gehört habe, zum sage und schreibe 87. Mal getagt. Wie ist denn der aktuelle Stand? Was können Sie uns berichten? Ja, also er hat tatsächlich, habe ich auch gehört heute beim Nachzählen, 87 Mal getagt. Wir haben ja schon am 2. März zum ersten Mal getagt, also sehr, sehr früh. Und ich habe mir heute die Zahlen mal nochmal angeschaut. Wir haben damals deutschlandweit 150 Fälle gehabt, bayernweit glaube ich 15 und in München 4. Nur um den Vergleich zu haben, wo wir gerade stehen. Und heute haben wir aktuell eine Inzidenz von 180 knapp. Haben immer wieder 400-500 neue Fälle jeden Tag und sind auch bundesweit immer noch auf einem Niveau, das ich mir persönlich erhofft hätte, nach 4 Wochen Teil-Lockdown nicht mehr zu sehen, ganz ehrlich. Also ich hatte mir schon erhofft, dass wir weiter sind jetzt Anfang Dezember, also besser stehen, was die Infektionszahlen betreffen. Und so geht es heute wieder wie jeden Tag. Jetzt gibt es, glaube ich, mittlerweile 9. Infektionsschutzverordnung. Die haben wir heute jetzt wieder, die seit gestern in Kraft getreten ist, mal wieder interpretiert, weil wie es halt so oft mit Verordnungen ist, ist nicht alles so beschrieben, dass alle das Gleiche daraus entnehmen können. Das ist immer so der erste Teil nach einer neuen Infektionsschutzverordnung. Was heißt es jetzt für was? Und dann lassen wir uns natürlich auch immer ständig informieren, wie die tatsächliche Belegung in den Krankenhäusern ist. Wir haben vielleicht einfach gleich an dieser Stelle, wir haben in München rund gute 500 Notfallbetten in allen 11 Kliniken, die Notfallversorgung betreiben, Vollversorger sind. Und davon sind ungefähr noch 20% frei, was jetzt nicht heißt frei in dem herkömmlichen Sinn, sondern reserviert sozusagen für eventuelle Covid-Notfallpatienten. In den anderen Betten liegen aber auch Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, also vom Herzinfarkt über Schlaganfall. Das heißt, die Kapazität ist sehr ausgereizt, aber noch nicht so, dass wir jetzt panisch werden müssten. Aber es sind mehr Fälle jetzt, wie beispielsweise Ende März oder Anfang April in den Krankenhäusern. Und deswegen habe ich ja auch kürzlich erst wieder appelliert, dass wir schauen müssen, dass wir diese Basis möglichst verbreitern, möglichst dafür sorgen, dass dieser Puffer noch höher wird. Denn trotz Teil-Lockdown, wie gesagt, sind wir nicht in einem Bereich,
wo man schon Entspannung signalisieren kann bei der Inzidenz. Das sind die Dinge, die wir täglich tun. Dann schauen wir uns den Schulbereich täglich an. Also alle die Bereiche, wir schauen uns den Bereich Senioren, Betreuung, Altenheime an, wie dort die Covid-Entwicklung ist. Darüber lassen wir uns quasi wirklich, also zweimal per Präsenz und auch sonst jeden Tag per Berichtswesen berichten. Ich glaube, wir können wirklich sagen, wir haben das Thema tagtäglich auf der Agenda. Es gibt keinen Tag, wo das Thema Covid keine Rolle spielt. Das hatte ich mir ehrlich gesagt, als ich mich in kurzer Freude wähnte, wiedergewählt zu werden, eigentlich auch anders vorgestellt. Haben Sie dann im Sommer eigentlich mit dieser Wucht der zweiten Welle schon gerechnet? Oder hätten Sie sich das nicht träumen lassen, dass es nochmal so kommt? Also ehrlich gesagt, befürchtet hatten wir es alle. Also ich habe da mit Markus Söder ja relativ häufig im Wochenrhythmus darüber diskutiert. Er war im Grunde noch ein bisschen skeptischer als ich, aber so richtig optimistisch, dass wir das hinter uns gehabt hätten, das war wohl niemand ernsthaft. Dass es so intensiv wird, hat mich jedenfalls persönlich schon überrascht, dass er quasi also jetzt in einem Stand deutlich höher sind als zu Beginn, also im März oder April. Das war für mich schon überraschend, ganz ehrlich. Gab es denn im Krisenstab dann auch mal Situationen, wo man sich uneinig war, wo man kontrovers diskutiert hat? Wie muss man sich das vorstellen? Trifft man da Entscheidungen, wo man abends rausgeht und sagt, ob das jetzt richtig ist mit einer gewissen Unsicherheit? Könntest du ein bisschen uns reinblicken lassen mal? Ja, gern. Also wie gesagt, natürlich sind da Fachleute aus allen Genres. Also insbesondere die Gesundheitsbehörde ist halt vertreten und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil ich bin ja kein Mediziner und viele Dinge muss man auch medizinisch erstmal betrachten. Wir haben aber auch, wie gesagt, die Feuerwehr, die Polizei, die Bundeswehr, meine Referate, die städtischen Referate, die was damit zu tun haben. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Also vielleicht gleich die Antwort auf die Frage, man ist also nicht immer ganz sicher, dass man das Richtige tut. Beispielsweise, wenn vorgetragen wird, wenn jetzt in Altenheimen ein größerer Ausbruch stattfindet, wie schaffen wir es, die Menschen dann in Quarantäne zu bringen oder in größeren Wohnungslosenunterkünften oder in Flüchtlingsunterkünften? Was machst du da, wenn in 6-Bettbelegungen einer infiziert ist oder eine infiziert sind? Wie bekommst du die raus? Dann haben wir darüber diskutiert, was machen wir dann? Dann haben wir geredet, dann mieten wir halt Hotelzimmer an. Einfach so ins Blaue hinein. Da hat mein altes Kämmererherz schon erstmal gesagt, muss das jetzt echt sein, 6-stellige Beträge ausgeben, um zu eventuelle Verlagerungsmöglichkeiten zu haben. Und darüber diskutiert man dann schon durchaus kontrovers auch einfach die Einschätzung, wie wahrscheinlich ist der Eintritt, dass wir schnell da 50 Zimmer brauchen. Und darüber haben wir dann ja schon einige Zeit, über eine Stunde diskutiert. Und am Schluss muss dann halt jemand entscheiden. Und das ist im Regelfall tatsächlich dann der Oberbürgermeister. Allerdings schon immer unter Berücksichtigung dessen, was heute hier diskutiert wird. Und in dem Fall haben wir beispielsweise halt dann entschieden, dass wir jetzt in Stufen vorgehen. Also so entwickelt sich dieser Prozess. Mittlerweile kennen wir uns natürlich jetzt, wie gesagt, nach 87 Sitzungen, jeweils mit mehreren Stunden, ziemlich gut. Und das ist auch sehr praktisch. Was ich vergessen habe, der Herr Dr. Fischer, also unser Klinikchef, sitzt natürlich auch immer mit dabei. Und auch da sind viele Entwicklungen so, dass du sagst, das musst du jetzt irgendwie entscheiden. Hören wir jetzt auf, elektiv zu operieren? Also was gerade jetzt zum Beispiel wir schon wieder entschieden haben, damit wir diese Notfallbetten für Covid-Patienten freihalten können, was wiederum auf der anderen Seite bedeutet, dass das Defizit der Krankenhäuser noch weiter steigt, weil wir halt keine geplanten OPs mehr machen können, womit man normalerweise auch Geld verdient, beziehungsweise zumindest dafür bezahlt wird, wir freihalten, gab es dann auch lange nichts. Dann diskutiert man halt auch in dem Bereich, an wen wende ich mich? Schreibe ich jetzt direkt an den Jens Spahn oder ist die bayerische Ebene zuständig? Wen sage ich, wir brauchen für freigehalten Betten Geld? Also die Bandbreite ist immens. Wir haben durchaus zwischendurch mit den niedergelassenen Ärzten immer mal wieder so kleine Diskussionen gehabt. Wer macht was? Wer kümmert sich um die Teststation? Wer beschickt die Teststation? Und dann also im Nachgang zu diesem Krisenstab gibt es meistens für mich noch mindestens eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie Telefonate zu führen, also Dinge auszuüben, mit den angesprochenen Personen zu reden. Also es ist schon eine sehr, sehr intensive Befassung und ganz ehrlich auch bei den Maßnahmen war es natürlich nie von vornherein klar, wirkt es jetzt so, wie man sich das vorstellt oder nicht? Alkoholverbot, kann man ja ganz offen sagen. Natürlich gab es durchaus Haltungen zu sagen, also Entschuldigung, das Virus befällt den Menschen, ob der jetzt 1,0 Promille oder 0,0 Promille hat. Also warum glaubt ihr, dass ein Alkoholverbot
irgendwie gut ist, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Und da kommst du halt immer wieder zum gleichen Schluss. Das Thema Kontakte ist entscheidend. Und je mehr man dazu beiträgt, dass es weniger Kontakte gibt, desto besser ist es. Und deswegen war dann letztlich das die Begründung für das Alkoholverbot. Aber das sind halt alles Themen, wo du auch nicht weißt, hilft es jetzt tatsächlich dann oder nicht. Es hilft, dass die Leute sich nicht mehr am Gärtnerplatz treffen. Aber das hätte sich jetzt auch erledigt gehabt im Winter. Zum Alkoholverbot wollen wir auch gleich nochmal zurückkommen. Erstmal vielleicht noch diese Frage. Also zu den schönen Aufgaben eines Oberbürgermeisters gehört ja, dass Sie Feste eröffnen dürfen. Jetzt haben Sie dieses Jahr eigentlich nur Feste abgesagt. Sie haben Christkindlmarkt abgesagt und allen voran natürlich das Oktoberfest absagen müssen. Wie sehr haben Sie das Anzapfen denn vermisst? Ach, den Vorgang habe ich jetzt nicht so vermisst, ganz ehrlich. Es ist wunderschön da, weil man das Gefühl hat, dass ganz viele tausend Menschen sich darauf freuen, dass das Fest losgeht. Und ich fahre auch gerne Kutsche mit meiner Frau. Also es ist alles nett, aber entscheidend war für das Bedauern, das ich habe, natürlich schon, dass ich schon mich gefreut hätte, wenn wir so im Herbst des Jahres, nach dann am anfänglich schwierigen halben Jahr, auch mal wieder einen Lichtblick, ein bisschen Vergnügen gehabt hätten und die Menschen einfach auch wieder ein bisschen bessere Laune gehabt hätten. Und das alles bietet halt so ein Fest. Und da war im Grunde im April schon klar, dass wir das nicht machen können. Und insoweit fehlt mir natürlich so dieses positive Lebensgefühl, das so ein Fest auch immer mit ausstrahlt. Mal abgesehen davon, dass wir da mit Tausenden von Gästen immer haben und die natürlich auch unserer örtlichen Wirtschaft jetzt aktuell natürlich ganz besonders fehlen. Also es ist schon schade gewesen, ganz ehrlich, ich habe es mir auch lange überlegt, aber gerade im April, als wir das abgesagt haben, war ja nun die Prognose so, dass wir niemals davon ausgehen können, dass im September, Oktober diese Pandemie vorbei sein wird. Und die Diskussion zum nächsten Jahr läuft jetzt aktuell. Jetzt haben wir Dezember 2020 und das Oktoberfest wäre für September, Oktober 21 geplant und wir haben jetzt schon Diskussionen darüber, kann man es machen, kann man es nicht machen. Man muss tatsächlich jetzt mal sagen, ich habe kürzlich mich getroffen mit den Brauereivertretern letzte Woche, um zu sagen, wie ist denn eure Deadline? Also wann soll man nach eurer Ansicht müssen wir spätestens entscheiden, ob das Oktoberfest stattfindet oder nicht. Und bei mir war eigentlich nicht ganz klar, ist es Ihnen jetzt lieber, mal sagen es früher ab, damit Sie keine folgenschweren, sprich finanzträchtigen Verträge eingehen mit Personal, mit Zeltaufbauern? Oder wäre es Ihnen lieber, wir machen es möglichst spät, damit die Chance besteht, dass vielleicht Hoffnung bleibt, dieses Oktoberfest doch noch durchzuführen? Und über die Dinge denken wir gerade aktuell nach. Also ich habe, wie gesagt, immer Hoffnung, dass wir nächstes Jahr noch das Oktoberfest sehen. Aber entscheiden kann man das jetzt nicht und mehr als eine Hoffnung ist es auch nicht. Ein relativ weiter Blick in die Zukunft. Im vergangenen Oktober gab es dann statt der Wiesn eine Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Bürgermeistern der 11 größten Städte. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ist denn die Kanzlerin in so einer Videokonferenz? Sie ist jedenfalls aus meiner Sicht gut vorbereitet. Sie ist freundlich wie immer, ganz ehrlich. Ich habe ja schon mehrfach das Vergnügen gehabt, mit ihr auch in kleineren Kreisen zu sprechen, in Berlin zu sprechen. Sie ist immer freundlich, sie ist immer ruhig. Also in den Bereichen war sie jedenfalls ruhig. Ich weiß nicht, ob es bei den MPKs manchmal anders ist, aber bei unseren Gesprächen war sie immer sehr ruhig. Und sie, glaube ich, hat schon einen zentralen Blick, was sie vorhat, also wo es hingehen soll. Aber sie gibt einem nicht den Eindruck, dass ihr eigentlich egal ist, was man sagt. Und sie hat sowieso klar vor, was sie machen will und will sich nur alibimäßig die Zustimmung verschaffen, sondern sie diskutiert schon ernsthaft mit. Und sie hat auch Dinge aufgenommen, tatsächlich, die wir einfach gesagt haben. Ich habe lange mit ihr persönlich auch zum Thema Fußballstadien und Besucher geredet. Weil ich gesagt habe, das ist ja ganz schlecht für mich jetzt gerade in München, wenn ich meinem Verein oder meinen Vereinen erklären muss, bei uns gibt es keine Zuschauer, während gleichzeitig Liga-Konkurrenten noch vor Zuschauern spielen. Ich sage, das ist ganz bitter für das Verständnis. Und das hat dann auch zu der Regelung geführt, dass es dann bundesweit geregelt wurde. Ich fand diese Konferenz aus mehreren Gesichtspunkten wirklich eine gute Idee. Erstens hat sie 2,5 Stunden mit uns geredet. Ich dachte, in meinem Terminplan stand eine halbe Stunde. Weil ich dachte, die Kanzlerin wird jetzt nicht ewig mit uns reden. 2,5 Stunden hat das Gespräch gedauert. Und es ist auch ein Quantensprung gewesen im Umgang mit den Städten und mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ich finde es absolut positiv, dass erkannt wurde, dass es auch Städte gibt und dass die Menschen eigentlich in Städten leben.
Das ist ein Novum. Noch nie hat eine Kanzlerin, jedenfalls in früheren Jahren, sich direkt mit den Bürgermeistern unterhalten und ihren Rat und ihre Meinung eingeholt. Ich hoffe, dass das Platz greift, also nicht nur jetzt in dieser Krise, sondern auch in anderen Punkten. Wir haben aber auch kürzlich eine Schalte gehabt mit der Kanzlerin zum Thema Flüchtlingsaufnahme aus Moria. Also es ist schon die Hoffnung, dass die, auch bei der Kanzlerin die Überzeugung gereift ist, dass es nicht ganz schlecht ist, wenn man mit den Verantwortungsträgern in den großen Städten einfach mal spricht und darüber diskutiert, was denn gute Lösungen sein können. Das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist zumindest etwas, was sich verbessert hat. In Bayern haben Sie es ja mit Markus Söder zu tun, an der Spitze der Staatsregierung. Vor Corona hatten wir jetzt nicht den Eindruck, dass da zwei ganz dicke politische Freunde aufeinandertreffen. Mit Beginn der Krise hatte man aber den Eindruck, dass da sehr viel im Einklang und im Gleichklang passiert ist. Bildet sich da ein neues politisches Dreamteam in Bayern? Also Dreamteam, das würde ich schon mit mir als Mitglied niemals sagen. Da bin ich viel zu selbstkritisch. Aber die Wahrnehmung ist natürlich zutreffend. Also ich hätte noch vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass man sich so intensiv und so oft auch im kleinen Kreis und im kleinsten Kreis unter vier Augen trifft und dass wir uns auch wirklich vernünftig auseinandersetzen und auch zu vielen gemeinsamen Entschlüssen gekommen sind. Das hat mich auch überrascht. Zeigt aber auch, dass so eine Krise natürlich auch schon diejenigen, die die Entscheidungen treffen und verantworten müssen, dann schon ein bisschen zusammenschweißt. Denn keiner von denjenigen, die die Verantwortung jeweils für ihre Ebene treffen müssen, hat Interesse daran, dass der andere jeweils agitiert und jede getroffene Maßnahme wieder in Zweifel stellt. Was man bei Corona-Maßnahmen natürlich, wie wir gerade alle ja schon seit Monaten erleben, wohlfeil auch tun kann. Weil ja niemand genau weiß, hilft es jetzt, wenn die Gastronomie schon um 16 Uhr zumacht oder erst um 20 Uhr. Da gibt es keine Empirie dazu, sondern da muss halt jemand entscheiden. Und dann, glaube ich, ist es schon für alle, die Entscheidungen treffen, jetzt ganz vernünftig, dass der andere das gerne im Vorfeld diskutiert und auch gegebenenfalls kritisiert, aber man dann solche wichtigen Entscheidungen schon gemeinsam trägt. Und ich habe vor allem, deswegen war ich auch sehr dankbar über diesen intensiven Kontakt, am Anfang ja diese Entscheidungen für München immer als solitär getroffen. Und dann hat Augsburg was anderes entschieden und Nürnberg wieder was anderes. Und das macht es natürlich in der Akzeptanz für die Bevölkerung in München sehr schwierig, wenn dort vermeintlich weichere Maßnahmen getroffen wurden oder härter, ist eigentlich egal, was du machst. Deswegen war von Anfang an das Petitum von mir, ich würde das gern wenigstens für Bayern einheitlich entschieden wissen. Und das habe ich dann eben sehr intensiv und oft mit Markus Söder, aber auch mit dem Florian Herrmann besprochen. Ich glaube nicht, dass ich vorher gedacht hätte, dass ich Samstag, Sonntag mal mit beiden telefoniere und dass wir uns Sonntagvormittag über bevorstehende Maßnahmen unterhalten. Es ist auch wieder weniger geworden, weil vieles Routine geworden ist, muss ich sagen. Aber gerade in der Zeit, wo die Maßnahmen auch diskutiert wurden, war es aus meiner Sicht sehr positiv, dass dieser intensive Kontakt auch auf einer sehr vertrauensvollen Basis stattgefunden hat. Einen großen Unterschied gibt es ja. Markus Söder ist auf allen Kanälen präsent. Keine TV-Sendung ohne ihn. Er hat ständig Ansprachen gehalten über seine Corona-Strategie. Bei Ihnen hingegen hat man oft den Eindruck gehabt, da passiert viel hinter den Kulissen. Die kommt viel schriftlich dann auch. Da ist ein großer Unterschied. Dazu schreibt auch unser Leser Christoph Höfner. Er würde sich mal wünschen, dass der OB gelegentlich mit Medizinern der Münchner Kliniken auftritt und der Bevölkerung einfach nochmal erklärt, wie denn der Stand in München ist, wie man denn weiter vorgehen wird und was auch eventuell bedeuten wird, wenn die Vorgabe nicht eingehalten wird, welche Konsequenzen das haben würde. Also er würde sich da ein bisschen mehr so persönliche Präsenz wünschen. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Ja, kann ich. Selbstverständlich. Also wie gesagt, der Eindruck ist auch da richtig, den Sie geschildert haben. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Krisenstabssitzungen. Wir haben sehr viel im Hintergrund Dinge zu regeln, Dinge anzustoßen. Und die Medien haben auch sehr breit jeden Tag über das Thema Corona berichtet. Also das ist, glaube ich, nichts, wo ein Münchner Bürger oder ein deutscher Bürger noch sagen kann, der sich dafür interessiert, dass er nicht genug Informationen hätte. Also ich verstehe aber, dass natürlich gerade die Münchner immer speziell auch wissen, was bedeutet das für München, und nehmen diese Anregungen gerne mal auf. Ich habe mich immer nur dann quasi auch größer in den Medien präsentiert, wenn es darum ging, neue Maßnahmen zu verkünden. Ich denke noch daran, als man das letzte Mal zum Thema Alkoholverbot war, es ein Riesenaufschlag. Das war halt auch was Neues und das war was, was nur München in dem Zusammenhang jetzt erstmal gemacht hat. Ansonsten sind die Maßnahmen, die wir jetzt die letzten Monate
letztlich alle gesehen haben, alle die gleichen, die Markus Söder ja immer in seiner Dienstagspressekonferenz verkündet. Und wir versuchen das halt auf allen Kanälen, insbesondere über das Internet, über unsere Seite münchen.de und wie Sie gesagt haben, mit schriftlichen Erklärungen zu tun. Aber ich nehme das gern mit, weil tatsächlich vergisst man manchmal, dass die Menschen das auch gern nochmal persönlich erklärt haben wollen und man da vielleicht dieses Forum auch wieder besser nutzen muss. Auch das Forum, das wir heute benutzen, ist natürlich immer ein Thema. Das ist etwas, was man sich tatsächlich noch angewöhnen muss, auch mal sich selber so wichtig zu nehmen, dass ich sage, ich mache jetzt eine Botschaft an die Münchner und Münchner. Das ist jetzt nicht so mein Ansatz, die ersten 6,5 Jahre OB gewesen, sondern ich habe versucht, meine Aufgabe bestmöglich zu erledigen. Und das ist vielleicht das, was mich von Markus Söder unterscheidet. Ich will nicht sagen, dass er nicht auch seine Aufgabe bestmöglich erledigen will, das würde ich ihm sofort unterstellen, aber er spricht auch gern darüber. Ein Thema, bei dem Sie sich ja gar nicht einig waren in letzter Zeit mit der Staatsregierung, war die Maskenpflicht für Grundschüler. Da sind Sie ja sehr stark abgewichen von der Politik der Staatsregierung und haben lautstark widersprochen. Sie wollten, dass München seine Ausnahme bei der Maskenpflicht beibehalten kann, dass also eben Grundschüler keine Maske tragen müssen. Warum war Ihnen das so wichtig? Also erstmal muss man sagen, dass mir viele Münchnerinnen und Münchner geschrieben haben. Logischerweise eben überwiegend Eltern von Grundschulkindern. Man sollte doch wenigstens den Grundschulkindern das Tragen von Masken, wir reden hier von Sechsjährigen, aufwärts ersparen, weil sich die da nicht wohlfühlen, weil es ganz schlimm ist. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, habe auch gelesen, dass es viele Psychologen gibt, die das ähnlich sehen. Weiß aber natürlich auch, dass es eine andere Meinung gibt. Kann man auch, da sind wir wieder bei dem, weiß man immer, ob alles richtig oder falsch ist, was man tut. Nein, man weiß es nicht immer. Man muss versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Ich habe mir dann die Zahlen geben lassen über mehrere Wochen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich hier ein zu vernachlässigendes Infektionsrisiko gibt. Wir haben aktuell 46.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4, also Grundschülerinnen und Grundschüler. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, waren 15 davon an Corona erkrankt, von 46.000. Das hat mir jedenfalls die Sicherheit gegeben zu sagen, da ist jetzt über Wochen nichts passiert. Und alle meine eigenen Fachleute sagen, die Kinder stecken sich nicht in der Schule an. Und deswegen habe ich gesagt, dann könnten wir doch zumindest für diese ersten 4 Jahrgangsstufen diese Maskenpflicht, wenn sich nicht dramatisch diese Zahlen verändern, wir haben sie ja, wie gesagt, jeden Tag, einfach fallen lassen. Das hat die bayerische Staatsregierung, respektive die von ihr beauftragte Regierung von Oberbayern, auch mitgetragen. Sie haben sie ja mehrfach genehmigt, diese Ausnahme. Und dann, aus meiner Sicht, aus heiterem Himmel, ereilte mich die Nachricht, dass sie diese nicht mehr mittragen wollen. Das hat mich dann Freitagabend gekostet mit Telefonaten, mit dem Florian Herrmann, dann auch mit Gespräch mit Markus Söder zu sagen, können wir es nicht wenigstens so machen, das war dann mein Vorschlag, dass dort, wo keine Infektion an der ganzen Schule ist, dass man dort wenigstens die Maskenpflicht entfallen lässt. Und dort, wo es eine Infektion gibt, dann die Schülerinnen und Schüler die Maske tragen. Das war dann am Freitagabend ein quasi abgestimmter Kompromiss, der sich dann am Sonntagnachmittag wieder erledigt hat, weil durch einen neueren Anruf des geschätzten Kollegen Florian Herrmann. Das hat mich sehr geärgert, sage ich ganz ehrlich, weil ich mag es ungern, wenn es zwischen obersten Führungsträgern Vereinbarungen gibt, die dann 2 Tage später ohne ernsthafte Begründung wieder aufgehoben werden. Deswegen habe ich auch einigermaßen ärgerlich reagiert. Inhaltlich sage ich, kann man beide Positionen vertreten. Ich sage nochmal, auch ich weiß nicht, ob ich da richtig gelegen habe. Die Zahlen haben für mich jedenfalls so ausgeschaut, als ob ich das riskieren könnte, jedenfalls für ein paar Wochen. Es war übrigens ein paar Tage vor den Ferien, wo wir das gesagt haben. Wir haben gesagt, da können wir es doch auch noch uns sparen. Mittlerweile sind es, glaube ich, wir rechnen mittlerweile mit Schulklassen, ungefähr 350 Schulklassen von 6.500 Schulklassen in München sind in Quarantäne. Also es ist immer noch ein Wert, wo man sagen kann, und von diesen Schulklassen ist einer oder maximal 2 Schülerinnen oder Schüler positiv getestet. Und wir lassen ja dann immer sofort die ganze Schulklasse zu Hause. Das ist übrigens einer der Gründe, warum alle sagen, dass bei uns die Schulen kein Infektionscluster sind, weil wir sofort so reagiert haben.
Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass es ein gangbarer Weg wäre. Ich bin übrigens da nicht allein. Ich habe bei diesen Schalten zu den Ministerpräsidentenkonferenzen ja gehört, dass einige andere Bundesländer das anders entscheiden, nämlich dort die Maskenpflicht nur für die weiterführenden Schulen, also sprich nach der Jahrgangsstufe 1 bis 4 auf jeden Fall erfolgt. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar die Mehrzahl der Bundesländer ist, die es so regeln werden. Das war übrigens der Vorschlag, den die Kanzlerin gemacht hat. Also ich war jetzt da nicht ganz allein mit dieser Meinung, aber ich respektiere das, wenn jemand anderer Meinung ist, insbesondere wenn er dafür zuständig ist und die Kompetenz hat, dann ist das Thema auch wieder durch für mich, ganz ehrlich. Für mich ist nur wichtig, dass wir das Thema insgesamt in den Griff bekommen. Und wenn alles, was der Akzeptanz dient und der insgesamt dem Schutz von jedem Einzelnen, dann bin ich auch da wieder dabei. Dort haben Sie ja versucht, den eigenen Weg zu gehen. Auch beim Alkoholverbot haben Sie das gemacht. Wäre es denn gut und richtig gewesen, öfters mal einen eigenen Weg zu gehen für die Stadt? Eine 1,5 Millionen Metropole im Flächenstaat Bayern, da gibt es möglicherweise unterschiedliche Adressen und Herangehensweise. Waren Sie da oft vielleicht zu nah dran am Ministerpräsidenten? Naja, ich habe versucht zu schildern. Am Anfang haben wir diese Themen ja alle allein entschieden. Da gab es keine Allgemeinverfügung vom Freistaat. Das hat dazu geführt, dass die Krisenstäbe 3-4 Stunden gedauert haben. Und wir über jede Veranstaltung in München diskutiert haben. Machen wir die jetzt oder machen wir sie nicht? Sind jetzt 250 noch okay? Was sage ich dann dem mit 300 oder dem mit 150? Muss ich nach der Art der Veranstaltung differenzieren? Also wir haben tatsächlich mindestens 1,5 Stunden in jedem Krisenstab, und wir haben täglich getagt, eigentlich Samstag, Sonntag. Also 7 Tage durch haben wir die einzelnen Veranstaltungen durchgekaut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, und was ist, wenn das Gleiche jetzt in Maisach passiert oder in Gröbenzell oder in Freising? Dann darf der ganz was anderes. Das war ja am Schluss auch mit dem Thema Feiern und so. Als wir schon gesagt haben, Geburtstagsfeiern und sonstige Feiern nur noch bis 25, dann haben die Leute gesagt, na ja gut, dann gehe ich heute noch Fürstenfeldbruck, da darf ich bis 100. Das habe ich intensiv mit dem Ministerpräsidenten und mit dem Florian Herrmann diskutiert, dass das natürlich kein Ansatz sein kann. Und insoweit muss ich schon sagen, war ich mindestens genauso froh, als es dann bayernweite Regelungen gab, weil es für mich als Münchner einfach schwer war, meine Münchnerinnen und Münchner von einer Maßnahme zu überzeugen, wenn es dann ein paar Kilometer weiter im Umland von München, also gefühlt auch noch in München, eine andere Regelung gab. Also insoweit will ich das gar nicht kritisieren, dass wir da sehr viel gemeinsam entschieden haben. Und wie gesagt, es wurde tatsächlich, wir haben jede einzelne Maßnahme vorher diskutiert, bevor sie der Ministerpräsident dann im Grunde am nächsten Tag dann auch im Kabinett besprochen hat und dann gegebenenfalls auch der Presse mitgeteilt hat. Also ich kann das nicht kritisieren, im Gegenteil, für mich war es für die Akzeptanz dann tatsächlich besser, dass es in Bayern weit einheitliche Regelungen gibt. Beim Alkoholverbot haben Sie ja im ersten Versuch ein bisschen Bruchlandung hingelegt. Da hat man ja versucht, das über die ganze Stadt zu ziehen. Auch unsere Leserin Christine Leit hat fragt dann, warum wurde das Alkoholverbot nicht gleich per se so gestaltet, dass es nicht postwendend vom Gericht wieder einkassiert werden konnte? Ah, das nehme ich gerne auf meine Kappe, weil meine Juristen und Juristinnen quer durch die Referate schon gesagt haben, oh, ob das halten wird. Also sie haben das alles aus juristischer Sicht schon bezweifelt. Ich habe mich da eher an zwei Dingen leiten lassen. Zum einen fand ich immer nicht, also wenn ich Alkoholverbot ausspreche, dann möchte ich gerne, dass die Menschen sich ja nicht an zentralen Plätzen treffen, Alkohol trinken und dadurch die Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen. Wenn ich es jetzt an 5 Plätzen definiere, was passiert dann? Dann sucht sich die geschätzte Münchner Partyszene halt 5 andere Plätze. Wenn ich es an 10 Plätzen definiere, dann finden sie weitere 5 Plätze. Also meine Idee war einfach, ich wollte diesen Verdrängungswettbewerb eigentlich gar nicht erst aufmachen. Zu sagen, jetzt hoppen die vom Ostbahnhof dahin und dann beim nächsten Mal da. Fand ich logisch, dass das nichts bringt. Weil so schön ist es jetzt, der Gärtnerplatz ist wunderbar, aber die anderen Plätze, das lässt sich auch kompensieren. Und der zweite Ansatz war, dass meine Gespräche mit der Polizei, und die waren ja schließlich diejenigen, die es auch überwachen und vollziehen mussten, natürlich gesagt haben, es ist irgendwie ein bisschen doof manchmal, wenn wir meine Polizisten mit dem Stadtplan durch die Gegend laufen müssen und sagen, darf der jetzt in der Buttermilcherstraße sein Bierfläschchen noch aufmachen oder kehrt es nur zum Gärtnerplatz? Ist es noch der von dem Bereich umfasst oder muss er da wieder einmal um die Ecke gehen? Also die fanden das auch nicht so prickelnd, dass wir Plätze benannt haben oder Fußgängerzone, ist da jetzt die Sendingerstraße mit dabei oder ist jetzt das Tal schon Fußgängerzone oder noch nicht? Nicht alle Polizistinnen und Polizisten sind Münchner. Das war keine schmissige Idee für die Vollzugsbehörde zu sagen, wir benennen jetzt einfach Plätze. Und aus den beiden Gründen habe ich gesagt, dann schauen wir heute mal, ob das hält, wenn man es für die ganze Stadt ausspricht.
ich war nicht sonderlich überrascht, aber auch nicht sonderlich enttäuscht, als es nicht funktioniert hat. Also ein Versuch war es für mich wert. Wir haben ja dann nicht mal 3 Tage später dann die entsprechenden Plätze definiert. Also insoweit das vielleicht als Antwort. Es war tatsächlich einfach eine Entscheidung, das zu versuchen, auch wenn meine Juristen von Haus aus die Idee hatten, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird. Es wird jetzt immer mehr, aber vielleicht immer noch zu wenig darüber gesprochen, dass Corona die soziale Ungleichheit verstärkt. Das fängt ja an bei Kindern, die zu Hause keinen Computer haben oder kein Internet für die Schulaufgaben und geht bis zu den Senioren, die vereinsamen, weil sie nicht in die Alten- und Servicezentren jetzt gehen können. Und gerade in München wohnen auch viele Familien in viel zu kleinen Wohnungen und da kann so ein Lockdown ja schon mal schneller auf die Nerven schlagen. Was kann und muss denn die Stadt tun, um diesen Dingen entgegenzusteuern? Ja, das ist tatsächlich eine der Fragen jenseits der medizinischen Betrachtung, jedenfalls jenseits der direkten Folgen einer Infektion. Wir haben versucht bei den Schulen, lassen Sie mich mit dem Beispiel anzufangen, möglichst lang am Präsenzunterricht festzuhalten, um theoretische Möglichkeiten, dass es hier schon eine soziale Abschichtung der Bildung aus dem Grund gibt, möglichst zu vermeiden. Wir sind immer noch im Präsenzunterricht. Also das haben wir quasi jetzt die ganze Zeit durchgehalten. Auch dafür kriegen wir nicht nur Lob, sondern auch mindestens genauso viele Menschen, die das kritisieren. Ich finde es nach wie vor den richtigen Weg, weil es dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler immer in ihrem Klassenverbund weiterbleiben und in ihrem sozialen Umfeld bleiben und auch die gewohnten Tätigkeiten so sind. Wir haben aber schon Anfang des Jahres, nach den ersten Monaten Corona, dafür gesorgt, dass dort, wo wir es wissen, jedenfalls die Hardware-Voraussetzungen überwiegend geschaffen werden bei den Schülerinnen und Schülern, die erkennbar oder einfach selbst uns mitgeteilt, nicht die entsprechenden technischen Voraussetzungen zu Hause haben, aus wirtschaftlichen Gründen oder welchen Gründen auch immer. Wir haben ein paar tausend iPads. Es gibt auch andere tolle Tablets verteilt, um einfach genau das abzufedern. Es bleibt aber trotzdem natürlich nur der Hardware-Teil, den wir irgendwie ein bisschen abfedern können. Aber ob dann zu Hause tatsächlich die jeweiligen Familienverhältnisse so sind, dass eine Beschulung zu Hause auch wirklich funktionieren kann, da gibt es definitiv nach den Erkenntnissen unseres sozialen Verrats, aber auch nach der Lebenserfahrung Unterschiede. Also insoweit, glaube ich, muss man alles tun, um zu versuchen, dass man möglichst lang im Präsenzunterricht für alle bleibt. Das tun wir auch, und um das zu vermeiden. Die älteren Damen und Herren in dieser Stadt haben es echt besonders schwer. Egal, ob sie übrigens in Einrichtungen untergebracht sind oder zu ihrem eigenen Glück noch selbstständig leben. Die Begegnungen sind halt einfach wahnsinnig schwierig geworden. Es tut mir in der Seele weh, dass wir unsere wunderbaren Alten- und Servicezentren gerade nicht aufmachen dürfen. Ich bin da wirklich regelmäßig vor Ort und ich finde das immer wieder schön. Und ich habe immer dort auch gesagt, wenn es mir mal nicht so gut geht und man nicht so genau weiß, wie toll es ist, in welcher Stadt wir leben, dann muss man nur einen Nachmittag in einem Alten- und Servicezentrum oder am besten in 2, 3 verbringen. Dann merkt man, dass man da auch was bewegen kann in so einer Stadt. Und das ist halt sehr schade, aber da gibt es aufsuchende Pflege. Wir versuchen dann durch, es wird auch im Ehrenamt tatsächlich viel geleistet, um die Menschen daheim zu besuchen, soweit sie es dürfen. Aber das bleibt Herausforderung, ganz ehrlich. Und ich glaube, eine Lehre zum Beispiel aus dem ersten Lockdown war auch, würde ich jetzt so sagen, dass wir die Heime nicht mehr absolut dicht machen sollten. Also wir haben ja quasi ein absolutes Besuchsverbot erteilt gehabt. Und da, glaube ich, sind die Folgen eher noch negativer, wie wenn wir ein gewisses Risiko einer Ansteckung eingehen würden. Wir haben jetzt das derzeit noch nicht zu diskutieren, aber das sind so die Dinge, die wir aus den ersten Teilen, oder aus den ersten Monaten der Lockdown-Situation tatsächlich, glaube ich, dazugelernt haben. Wobei das meine persönliche Einschätzung ist und ich nicht weiß, wie der Freistaat damit umgehen wird, wenn es denn soweit wäre. Aber diese Herausforderungen, die werden wir auch in den Spätfolgen erst wahrscheinlich in den nächsten Monaten tatsächlich merken. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass wir natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Veränderungen durch die Corona-Pandemie unseren Sozialhaushalt nächstes Jahr nicht kürzen werden dürfen, sondern wir werden ihn ausweiten müssen. Und zwar nicht unwesentlich, weil genau das, was Sie gesagt haben, wir werden auch die Lehrer besser ausstatten müssen. Auch dort gibt es ja nicht flächendeckend die Hardware, die einfach dazu führt, dass man so ein Homeschooling tatsächlich auch vernünftig machen kann. Das ist ein Prozess, der noch dauern wird und der uns noch viel kosten wird. Aber ich glaube, wir werden jetzt einfach diesen
sozusagen diesen notwendigen Schub aus dieser Corona-Krise mitnehmen und das auch für die Zukunft so bewerkstelligen, dass wir da wieder den Transfer hinbekommen. Aber es wird uns viel Geld kosten und im Bildungsbereich wird es uns auch noch viel Aufwand bedeuten. Aber da gilt es tatsächlich einfach dran zu bleiben und zu versuchen, jede Anregung, und ich kriege jeden Tag Post zu diesem Thema, möglichst zu durchdenken und aufzugreifen, soweit es irgendwie einen Sinn macht. Ja, zu den städtischen Finanzen kommen wir gleich noch. Oh, ja. Das ist natürlich auch ein Thema, das sich natürlich schwer beschäftigt, auch die ganze Stadtpolitik. Aber vielleicht noch vorher ein Wort zu einer Personengruppe, die auch schwer am Leiden ist. Das sind die Solo-Selbstständigen, die Wirte, die Künstler, die ja um ihre Existenz oftmals kämpfen, die teilweise Berufsverbot haben. Wenn man solche dann Verbote auch kommunizieren muss oder auch vertreten muss, und man geht abends nach Hause, schläft man dann manchmal schlecht mit dem Gefühl ein, da bringe ich jetzt Menschen in eine Situation, dass sie nicht mehr weiter wissen. Gibt es diese Momente? Naja, also dass ich schlecht schlafe, gab es gerade in der Anfangszeit dieser Pandemie durchaus, weil du ja wirklich nicht weißt, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt und das ist jetzt für mich auch ungewohnt gewesen. Also ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass man sich ein vernünftiges Bild machen kann, und in den ersten 6 Jahren habe ich mir immer überlegt, was mache ich, und dann war ich immer relativ sicher, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Und außerdem gibt es ja in der Demokratie Gott sei Dank ein Benchmark, nämlich alle 6 Jahre Wahlen, die einem dann schon zeigen, ob man dauerhaft daneben gelegen ist oder eher öfter das Richtige getan hat. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich weiß einigermaßen, was zu tun ist. Das ist jetzt bei Corona völlig neu gewesen. Und es ist auch so, dass ich dazu natürlich nicht von meinem Wissen her viel beitragen kann. Also ich kenne mich mit Finanzen ein bisschen aus und ein paar andere Dinge, aber Medizin war jetzt nicht so mein Fachgebiet. Also insoweit ist es schon schwierig. Und dann musst du Maßnahmen treffen, einfach um die oberste Prämisse wieder zu erfüllen, nämlich Kontakte zu beschränken. Das bedeutet Gastronomie. Ganz ein schwieriges Thema. Mei, den echten Nachweis dafür, dass sich viele Menschen in der Gastronomie angesteckt haben, gibt es nicht. Genauso wie umgekehrt natürlich. Trotzdem waren wir uns einig im Ziel, wir müssen möglichst Kontakte vermeiden, also möglichst Anreize vermeiden, dass Menschen sich treffen und nah beieinander sind. Das galt jetzt nicht nur für die Gastronomie, das galt für jedes Theater, fürs Kino, für Konzerte. Und natürlich insbesondere für die Kulturszene und für die Künstler. Jetzt ist es so, unsere Theater und so weiter, die würden auch lieber spielen als nicht spielen. Die haben noch nicht das existenzielle Problem, weil wir die halt einfach weiter gefördert haben. Wir haben auch unsere Künstler weiter gefördert, die bei uns angestellt sind und auch weiter bezahlt. Kostet Geld, aber ist okay. Aber die Solo-Selbstständigen, die Sie angesprochen haben, also die klassischen Künstler, die Alleinunterhalter sind, Sängerinnen, Sänger, Leute, die halt einfach ganz allein daheim sich was überlegt haben, ein Programm geschrieben haben oder ein Musikstück komponiert haben, die stehen quasi vor dem Nichts, tatsächlich vor dem Nichts, haben aber auch nicht wirklich den Anspruch, als allererstes Hartz-IV-Empfänger zu sein, sondern möchten natürlich lieber ihr Geld wieder dadurch verdienen, dass sie auftreten. Und da, glaube ich, kann man zwei Themenbereiche unterscheiden. Zum einen geht es ums Geld. Da sind wir jetzt einen deutlichen Schritt weiter. Auch da habe ich weiß nicht, wie oft ich dem Herrn Siebler geschrieben habe, dass wir da was tun müssen. Ich habe das mit Herrn Söder besprochen, dass die Definition, warum die kein Geld kriegen, weil sie keine Betriebsausgaben haben, natürlich für einen Künstler relativ unzutreffend ist. Der hat halt kein Büro und keine Angestellten und keine Betriebsausgaben. Der arbeitet halt daheim, wenn er an seinem Computer sitzt oder an seinem Klavier und irgendwas komponiert oder sich was ausdenkt, mit was er demnächst auftritt, da hat er keine Betriebskosten. Und da war eigentlich immer schon klar, da muss man halt Teile der Lebenshaltungskosten dann als solche Betriebskosten anerkennen. Es hat ziemlich lang gedauert, für mich auch zu lang, aber jetzt ist es zumindest so weit durch, dass dort, glaube ich, 1180 Euro im Monat bezahlt werden. Da kann man jetzt auch sagen, in München 1180 Euro, aber gut. Ist besser als nichts, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und ich glaube, das ist ein Teil, der zumindest da ein bisschen die Luft rausgenommen hat. Genauso wichtig ist aber allen Künstlern, die ich kenne, und das sind doch einige, die ich kenne, dass ihnen der Auftritt einfach fehlt. Und Auftritte ohne Publikum sind halt einfach zwischendurch mal ganz okay. Also man streamt halt auch da Dinge und so. Aber ein, zwei, dreimal bin ich auch schon ein bisschen aufgetreten und denke mal, ganz ohne Publikum, das macht einfach auf Dauer keinen Spaß. Und das fehlt den Künstlerinnen und Künstlern natürlich mindestens genauso, den Theaterschauspielern, den Schauspielern, dass kein Publikum da ist. Meinen Orchestern, Gergiev saß bei mir, alle sagen, ohne Zuschauer
Klar kann die Kamera draufhalten, aber das inspiriert niemand, ganz ehrlich. Und das ist schon eine schwierige Entscheidung, ganz ehrlich. Und auch natürlich, ganz ehrlich, nur mit diesem Oberbegriff möglichst viel Kontakte zu vermeiden, irgendwo noch zu erklären. Denn natürlich kannst du in einem Konzerthaus oder wie bei uns im Gasteig, wo 2.500 Zuschauer reinpassen, 100 reinlassen oder 200 und die können 5 Meter auseinander haben. Aber die gleiche Diskussion habe ich natürlich mit dem FC Bayern geführt. In der Stadion, wo 80.000 reingehen oder 75.000, könntest du natürlich auch 2.000 reinlassen und könnte jeder eine ganze eigene Reihe haben. Also infektiologisch relativ safe sein. Aber das Problem ist, die müssen auch irgendwie hinkommen, müssen mit, was weiß ich, mit der U-Bahn fahren oder treffen sich beim Eingang, selbst wenn es mehrere Eingänge sind. Und da sind wir immer noch der Meinung, dass wir halt jetzt immer noch auch als Signal alles tun müssen, um Kontakte möglichst zu vermeiden, so schwer das auch im Transfer im Einzelnen tatsächlich auch fällt. Sie haben es ganz am Anfang schon mal anklingen lassen und vor kurzem auch in einem Interview mal gesagt, dass Sie gerne mehr kreative Dinge gemacht hätten in Ihrer zweiten Amtszeit. Jetzt sind Sie schon wieder als Krisenmanager gefragt, so wie am Anfang Ihrer ersten Amtszeit. Da war die Flüchtlingskrise, jetzt wieder eine weltweite Krise. Ist das irgendwie auch frustrierend für Sie? Na, weil ich habe da keine Gelegenheit, darüber nachzudenken. Das ist ja mein Job, ganz ehrlich. Und ich glaube auch, gerade auch in der letzten Wahl, das war ja schon unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, der einsetzenden Corona-Pandemie, habe ich ein ziemlich breites Mandat bekommen von der Münchner Bevölkerung. Und das muss man einfach annehmen, finde ich. Ich habe von Spaß geredet. Also Krisenbewältigung macht nicht durchgängig Spaß. Wir haben gerade über lauter Entscheidungen getroffen, keine von denen triffst du mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Macht viel mehr Spaß, darüber nachzudenken, irgendeinen Platz schöner zu machen. Oder ich träume immer noch vom Platz vor der Oper, das als Piazza auszugestalten. Oder. Es gibt schon viele Dinge, die man in München auch noch schöner machen kann. Ist ja im Sommer schon gemacht worden beim Platz vor der Oper. Das genau, ist also durch Corona Sand, jetzt. Sand, ja, genau. Ich hätte noch ein bisschen nachhaltigere Lösungen im Blick. Aber übrigens, das war ein gutes Stichwort, weil da hat sich ja auch kreative Kraft der Verwaltung, der Politik durchaus gezeigt. Also was wir zum Beispiel, dass wir in dieser Stadt so auf die Schnelle ein paar Parkplätze wegfallen lassen und dafür Schanigärten hinmachen, hätte auch niemand so noch sich vor einem Jahr denken können, dass das mal mit so einer breiten Akzeptanz tatsächlich auch durchgeführt wird. Sommerstraßen definiert und so weiter. Das, glaube ich, hat dann schon geholfen, auch mal zu lernen. Und ich glaube, dass das auch angekommen ist, dass man solche Dinge einfach auch künftig mehr ausprobieren muss. Ich kann auch gerne die Pop-Up-Lines dazu nennen. Das war ja auch so ein Thema, wo man sagt, das hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass man sowas einfach mal macht, ohne großen langen Anlauf einfach mal macht. Und ohne großen baulichen Aufwand auch realisiert. Ich finde das schon, dass es durchaus da Dinge gibt, die müssen wir mitnehmen, wenn diese Krise hoffentlich irgendwann mal vorbei ist. Aber wie gesagt, eigentlich hatte ich mir für die zweite Amtszeit, wenn mich die Münchnerinnen und Münchner wirklich wählen, schon vorgenommen, ein paar andere Dinge zu tun. Eben kreativ darüber nachzudenken, was kann man besser machen, wie können wir diese Stadt noch schöner machen, wie gestalten wir möglichst autoarme Innenstadt. Das kommt gerade alles ein bisschen zu kurz, diese Diskussionen, sondern der Tagesablauf ist sehr stark geprägt von dem Thema Corona. Jetzt ist natürlich der nächste Punkt, den wir ansprechen, auch einer, der Ihnen den Spaß verleiden wird und auch vielleicht zu Frust führt. Es geht um den städtischen Haushalt. Das ist ja die Folgekrise der Corona-Krise. Wie bei vielen Münchnern hat sich einfach die finanzielle Situation der Stadt einfach dramatisch verändert, im Falle der Stadt ja auch deutlich verschlechtert. Allein eine 500 Millionen Euro minus im laufenden Geschäft Ihrer Referate, das ist ja eine Zahl, die ganz exorbitant hoch ist. Sie waren ja selbst mal stellvertretender Kämmerer. Wird Ihnen da schon mal unheimlich, wenn Sie auf diese Zahlen schauen? Also beruhigend ist es jedenfalls nicht, weil ich bin ja in meinem ganzen Berufsleben im Grunde im Finanzbereich gewesen. Und das sind die schlechtesten Zahlen, die ich in meinem ganzen Berufsleben jemals gesehen habe. Also da ist die Finanzkrise 2008, 2009 Kindergeburtstag gewesen im Vergleich zu dem, was wir gerade sehen. Weil sie war nicht so nachhaltig und sie war auch vor allem nicht so intensiv. Wir hätten ja dieses Jahr über 1 Milliarde Gewerbesteuer verloren, haben sie verloren, wenn nicht der Bund erfreulicherweise diesen Rettungsschirm, einen der vielen Rettungsschirme, aufgespannt hätte. Da habe ich übrigens auch relativ häufig und intensiv mit Olaf Scholz telefoniert. Und auch da war es gut, dass die Städte insgesamt der Meinung hatten und auch durchaus Lobbyarbeit geleistet haben beim Bundesfinanzminister, zu sagen, ihr müsst da was tun, sonst gehen die Lichter aus. Das hat für dieses Jahr noch
für deutliche Entspannung gesorgt, weil wir ein paar hundert Millionen, mehrere hundert Millionen davon wiederkriegen. Aber noch mehr Sorgen machen wir tatsächlich das kommende Jahr, wo wir jetzt schon im Haushaltsplanentwurf mit mindestens einer halben Milliarde Defizit reingehen. So wie ich die Erfahrung habe der letzten Jahrzehnte, wird es auch im Beschluss am 16.12. im Plenum den ein oder anderen Änderungsergänzungsantrag noch geben. Das wäre jetzt neu, wenn es das nicht gäbe. Und der wird keine weiteren Sparvorschläge machen, sondern gegebenenfalls noch die ein oder andere Ausweitung. Also ich gehe davon aus, dass wir zwischen 500 und 600 Millionen Defizit aufrufen werden. Und das ist natürlich schon eine erschreckende Zahl, also weil wir als Stadt und ich als Oberbürgermeister immer noch davon ausgehe, dass ich anders als der Bund irgendwann meine Schulden wieder zurückzahle. Den Nachteil hat der Bund nicht. Er nimmt nur Schulden auf und weiß nicht, ob er sie wann und wie jemals wieder zurückzahlt. Wir als Kommunen dürfen ja Kredite nur so weit aufnehmen, wie wir alle, nämlich solange wir uns Zins und Tilgung leisten können. Diese Bindung gibt es ja für den Bund und auch für den Freistaat nur als Selbstverpflichtung. Also ich habe schon ein bisschen Sorge über die Entwicklung und zwar nicht nur auch nächstes Jahr, weil wir haben ja auch die Planung für die nächsten 4-5 Jahre für unser Investitionsprogramm und da steht am Schluss dann eine Verschuldungszahl von 5 Milliarden, 6 Milliarden, 7 Milliarden, je nachdem, was wir realisieren. Jetzt haben wir uns über Jahrzehnte quasi entschuldet, also die Schulden zurückbezahlt und es geht dann in einem Jahr quasi alles wieder in die andere Richtung. Trotzdem, glaube ich, müssen wir unsere Investitionen einfach fortsetzen. Wir können ja schlecht aufhören, Häuser zu bauen, Wohnungen zu bauen, unsere Schulen instand zu halten, unsere Schulen, neue Schulen zu bauen, den öffentlichen Nahverkehr zu ertüchtigen. Das sind ja alles Milliardenprojekte. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt in Verschuldung gehen. Das ist schon nichts, was man gern tut. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn die öffentliche Hand nicht investiert würde, die Wirtschaft auch tatsächlich noch viel, viel schlechter dastehen in den kommenden Jahren, als es ohnehin tun wird. Und die Hoffnung, dass die Gewerbesteuerzahlungen in den nächsten Jahren so wieder uneingeschränkt fließen werden, die sind auch bei mir überschaubar, sage ich ganz ehrlich. Denn die Unternehmen haben auch mit vielen Bremsspuren dann aus dieser Corona-Krise mit Sicherheit noch mehrere Jahre zu kämpfen. Also es ist schon eine nennenswerte, veritable Krise. Und das Thema Sparen ist halt auch ein schwieriges Thema, egal wo du hinlangst. Es gibt immer viele, die sagen, da können wir nicht sparen. Ich habe die Personaldiskussion dieses Jahr führen dürfen, weil wir weniger zusätzliches Personal als die Referate geltend gemacht haben, genehmigt haben. Heißt es, wir sparen Stellen ein. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht meine Rechenart, weil Stellen einsparen heißt vom Bestand weniger werden. Wir werden vom Bestand mehr und haben nur gesagt, wir können sie nicht alle auf einmal besetzen. Wir haben 6.000 Stellen geschaffen die letzten 6 Jahre, seit ich Oberbürgermeister bin. Das ist eine nennenswerte Zahl. Ich habe gesagt, jetzt gemach. Und so geht es mit jedem Projekt, so geht es in jedem Haushaltsbereich, wenn du sparen willst. Ich habe gesagt, für mich nicht zur Diskussion steht der Sozialhaushalt, weil wir diese Krisensituation in den Haushalten in München ausgleichen müssen, bei den Menschen, die tatsächlich jetzt monatelang Kurzarbeitergeld bekommen haben oder wie vielen prekären Situationen einfach gar keinen Job mehr haben. Stellen Sie sich einfach die ganzen Menschen, die in der Gastro gearbeitet haben, vor. Die sind entweder wirklich längst arbeitslos oder sie haben Kurzarbeitergeld, was aber für jemanden, der als Servicekraft arbeitet, bedeutet, das ist eine Katastrophe, weil der natürlich noch überwiegend vom Trinkgeld lebt, das er dann aber im Kurzarbeitergeld nicht kriegt. Also da wird es kein Sparen geben und im Bildungsbereich können wir auch nicht sparen. Und im Umweltbereich wollen wir nicht sparen, weil wenn du da von Jahr zu Jahr einen Grund findest, nichts zu tun, dann passiert halt nichts. Und das ist ja das, was wir gerade nicht uns, glaube ich, recht viel länger mehr leisten können. Also muss was passieren. Also werden wir auch in dem Bereich investieren. Und dann bleiben die Bereiche, wo man sparen kann, sehr gering, sage ich ganz ehrlich. Jetzt hat München ja 6 fette Jahre gehabt. Die ersten 6 Amtsjahre waren ja geprägt von enormen Gewerbesteuereinnahmen. Jetzt sind es harte Jahre. Man hat den Eindruck, Sie haben es ja auch gerade ein bisschen so vermittelt, die Sparen an sich, das kann die Stadt auch schon gar nicht mehr so gut. Also Begeisterung löst man jedenfalls nicht aus. Das ist übrigens über alle Parteien hinweg, weil jetzt wieder die einen sagen, die anderen können nicht sparen und die anderen, die vorher mit einer Regierung waren, haben auch kräftig Geld ausgegeben. Also diese Scharmützel werden kommen, aber ganz ehrlich, objektiv gesehen, ist das nichts, was wir die letzten 8 oder 9 Jahre geübt haben. Wir hatten regelmäßig 3-stellige Millionenbeträge Überschuss und nicht, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, wir haben es verprasst. Nein, wir haben Schulden zurückbezahlt und zwar nennenswert Schulden zurückbezahlt und wir haben halt für
9 Milliarden ein Schulbauprogramm aufgestellt, weil wir so viel mehr geworden sind. Und wir geben jedes Jahr Hunderte von Millionen für den Wohnungsbau aus, weil es halt sein muss, und für den öffentlichen Nahverkehr. Und weil leider unsere ganzen öffentlichen Nahverkehrssysteme in die Jahre kommen, weil sie überwiegend zur Olympiade entstanden sind und halt jetzt millionenschwere Sanierungsaufgaben anstehen, müssen wir auch da weiter Geld ausgeben. Und das haben wir uns früher leichter leisten können, aber wir müssen es jetzt uns weiter leisten, und deswegen braucht es Schulden und deswegen braucht es Kreditaufnahme. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Debatte von denjenigen, die sagen, es geht doch nicht, dass wir jetzt wieder Schulden aufnehmen. Die gleichen, die aber dann im nächsten Atemzug keinen einzigen Vorschlag machen, wo man sparen kann. Aber das ist die übliche politische Routine, nur geübt ist es eher andersrum gewesen, da haben Sie vollkommen recht. Haben Sie denn auch Ihre beiden Regierungsfraktionen schon beigebracht, dass Sie jetzt richtig sparen müssen? Man hat manchmal so den Eindruck im Rathaus, da wäre vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Nein, ich glaube, das ist schon angekommen. Was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, ist ja nur jeweils politische Schwerpunkte bezeichnet, wo wir einfach noch Geld ausgeben wollen. Trotzdem müssen wir einen Haushalt irgendwie so gestalten, dass wir wenigstens im Jahr 2022 oder 2023 wieder auf die schwarze Null kommen. Das heißt, dauerhaft defizitäre Haushalte will ich nicht haben und wird es auch nicht geben können, weil ich möchte gern selber über den Haushalt entscheiden. Und ich möchte ungern, dass die Regierung von Oberbayern den Haushalt entscheidet. Also insoweit, glaube ich, werden wir es noch intensiver diskutieren, was wir alles sparen können und sparen müssen. Ich bin schon mal froh, wenn der Einstieg gemacht ist und nicht wirklich jedes Projekt jetzt gemacht wird und nicht jeder Zuschuss gewährt wird, der früher leichter möglich war. Andererseits muss man auch sagen, auch da hängen natürlich Menschen dran, hängen Arbeitsverhältnisse dran. Wenn wir jetzt beispielsweise unseren Träger im Sozialbereich sagen, blöd gelaufen, der kriegt den Zuschuss nicht mehr, dann laufen halt solche Dinge wie Alten- und Servicezentren nicht mehr. Und das ist auch nichts, was man wirklich will. Also es ist nicht so ganz trivial, sage ich ganz ehrlich. Und wir bauen ja nicht jedes Jahr irgendeinen Konzertsaal oder so, wo man sagen kann, den kann man jetzt auch schieben, wie die Kollegen in Nürnberg oder so. Da würde ich mir auch leichter tun, aber wie gesagt, das sind ja nicht solche Projekte, von denen wir gerade reden, sondern wir reden echt von Wohnungsbau, von Schulbau, von öffentlichem Nahverkehr. Allein diese Themenbereiche sind Milliarden und die werden wir finanzieren müssen. Über das Sparen und das Investieren diskutiert ja der Stadtrat zurzeit an relativ ungewöhnlichen Orten, weil der Ratssaal im Rathaus für die nötigen Abstände zu klein ist. Tagt man im Gasteig oder im Deutschen Theater oder im Löwenbräukeller oder letztens in Fröttmanning im Pferdeshowpalast. Haben Sie einen Lieblingsort mittlerweile? Oh, mein Lieblingsort wäre der Rathaussaal, ganz ehrlich. Also es ist für den Sitzungsleiter unterschiedlich schlecht. Es ist nirgends gut, weil die Kolleginnen und Kollegen sitzen so weit weg von einem, tragen auch noch Maske, dass du tatsächlich manchmal, also ganz offen gesagt, gar nicht siehst, ob sich jemand meldet und auch nicht, wer das ist. Und verständlicherweise finden es die Kolleginnen und Kollegen aber äußerst ungeziemt, wenn ich dann nicht weiß, wer sich meldet, aber da bitte ich jedes Mal um Nachsicht. Also für den Sitzungsverlauf ist tatsächlich die intensive Debatte einfach, da ist auch Nähe, was um ein bisschen Emotionen rauszubringen. Das merkt man auch, diese Sitzungen laufen eigentlich anders ab. Es ist schön, dass man mal die Seele dieser Stadt kennenlernt, und es ist auch okay, wenn man mal irgendwo anders tagt, aber als Dauereinrichtung ist es echt mühselig, sage ich ganz ehrlich. Wir werden es aber wahrscheinlich, so wie es ausschaut, die nächsten Monate auch weiter tingeln müssen, weil die Idee, dass wir im Rathaussaal wieder mit der Vollversammlung tagen können, oder selbst im alten Rathaussaal, wo ein bisschen mehr Platz ist, ist die Fantasie, habe ich das nächste halbe Jahr noch nicht, ganz ehrlich. Wir müssen jetzt doch nochmal über die Pop-up-Radwege sprechen. Also wenn wir über Geld sprechen, eines der teuersten Projekte für die nächsten Jahre ist die Verkehrswende. Und die sind ja diese Radwege zu einem Symbol dafür geworden in letzter Zeit. Es benutzen jetzt auch viele einfach lieber das Fahrrad als die überfüllten Verkehrsmittel in der Pandemie. Und auch unsere Leser fragen sich, wie es damit weitergeht. Da hat uns zum Beispiel der Johann Taller geschrieben und fragt, warum wurden die wenigen Pop-up-Radwege in München wieder entfernt, obwohl während der dunklen Jahreszeit der Schutz für Radfahrer und auch Fußgänger eher aus- und nicht abgebaut werden sollte. Seit Jahrzehnten konnte 2020 erstmals mit sicherem Gefühl unter anderem die Rosenheimer Straße mit dem Fahrrad befahren werden. Ja, das war eine schwierige Debatte tatsächlich. Für mich auch nicht so ganz einfach, weil die Zahl der Anhänger meiner Theorie war überschaubar anfangs. Wir hatten, und ich habe mir die Sitzungsprotokolle angeschaut, als wir diese Pop-up-Radwege beschlossen haben, gesagt, wir machen einen Verkehrsversuch. Und wir machen einen Versuch und schauen, wie sich das auf alle Mobilitätsformen auswirkt und evaluieren diesen Versuch. Und dann
auf Einwand, glaube ich, von zwei, drei Oppositionspolitikerinnen und Politikern habe ich gesagt, die dann gesagt haben, ja, das kennen wir schon. Ihr sagt, jetzt ist ein Versuch und dann bleibt es einfach und dann geht es fließend über. Habe ich in dieser Sitzung gesagt, nein, das, dafür stehe ich. Das wird nicht einfach nahtlos übergehen, sondern wir werden das tun, was wir gesagt haben. Wir machen einen Versuch. Der ist auch zeitlich limitiert gewesen und mit einem festen Datum versehen gewesen. Und nach diesem Versuch werden wir evaluieren, werden vor allem, anders als in der Fraunhofer Straße, noch intensiver mit den Anliegerinnen und Anliegern, mit den Geschäftstreibenden, soweit es sie gibt, sprechen und dann fürs Frühjahr spätestens entscheiden, welcher dieser Radwege dauerhaft eingerichtet wird. Und dann auch baulich, weil es ist ja nett mit diesen gelben Streifen und so, aber ich glaube, da gibt es noch teilweise bessere Lösungen, um die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zu gewährleisten. Und an das habe ich mich erinnert und habe gesagt, also ich stehe bis zum heutigen Tag dafür, dass das, was ich in öffentlicher Sitzung sage, auch von mir jedenfalls vertreten wird. Wenn ich mich damit nicht durchgesetzt hätte, hätte ich mich nicht durchgesetzt. Aber ich hätte auf jeden Fall dagegen gestimmt. Weil ich habe das gesagt in öffentlicher Sitzung, dass es ein Versuch ist, der wieder abgebaut wird. Was ja übrigens nicht schwierig ist, weil wir nur die gelben Streifen wieder weggemacht haben. Und wenn die, und das habe ich allen Initiatoren, die ich auch in meiner Fraktion habe, des Radbegehrens gesagt, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, dass es überall prima war, na, dann lass uns im Frühjahr diesen mit oberster Priorität diese 5 Radlwege machen. Als erstes, von mir aus noch als Add-on zu den anderen 20, die wir gerade planen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich freue mich über jede, die mit dem Radl in die Stadt fährt. Kann ich nur ganz deutlich sagen, ist mir allemal lieber wie diejenigen, die mit dem Auto fahren. Bisschen unglücklich bin ich über die Bilanz des öffentlichen Nahverkehrs. Auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das kostet uns auch 150 Millionen derzeit im Jahr. Aber auch, weil es, glaube ich, nicht ganz so ist. Also alle meine Virologen sagen, dass die Gefahr, sich in der U-Bahn anzustecken, auch wenn sie voller ist, überschaubar ist, weil man nicht so lang drin ist. Aber gut, sei es drum. Wir haben aber auch noch Trambahn und Busse, die sind nicht so voll. Aber wir werden auch da wieder Renaissance erleben, da bin ich ziemlich sicher. Aber nochmal, das Thema Radweg ist zum Symbol für die Verkehrswende geworden, ist aber definitiv nicht der Kernpunkt der Verkehrswende. Der Kernpunkt der Verkehrswende ist, dass wir weg müssen von Autos in der Innenstadt, dass wir weg müssen von überhaupt Autos in der Stadt. Je weniger, desto besser. Das heißt, ich muss Alternativen bieten. Und das ist nicht dauerhaft das Radlfahren, sondern das sind die Massenverkehrsmittel und die heißen öffentlicher Nahverkehr. Das heißt, wir brauchen bessere U-Bahnen, wir brauchen eine zuverlässige S-Bahn, die auch mal ab und zu fährt und die auch so ertüchtigt ist, dass sie Menschen auch wirklich aufnehmen kann und eben gerade aus den Außenästen noch zu uns bringt. Wir müssen was mit den Pendelverkehren hinbekommen. Da machen wir Radschnellwege, das mag auch die ein oder andere nutzen. Aber das wird nicht die 400.000 Ein- und Auspendler, die wir jeden Tag sehen in dieser Stadt, abfedern. Also wir müssen einfach mehr tun. Aber es ist als Symbol tatsächlich so geworden und Symbol wiederum für die Radfahrer sind die Pop-Up-Wege geworden. Aber ganz ehrlich, ich bin sicher, wenn wir diese Radwege im Frühjahr komplett erstellt haben, dann ist dieses Thema auch wieder als Symbolthema weg. Klingt aber schon ein bisschen so, als ob Sie von der Radfahrerlobby so leicht genervt wären. Ist das schon so? Nein, nein, das ist ja tatsächlich, das ist eine Lobbyarbeit, die gut funktioniert und da habe ich immer Respekt davor. Vor allem ist es ja eine Lobbyarbeit in eine Richtung, die wir tatsächlich verkehrspolitisch noch unterstützen können. Ob man immer 25 Sachen gleichzeitig machen muss, das ist immer eine Frage, weil das ist halt leicht gesagt und schwer getan, aber das nehme ich mit großem Respekt und Demut an. Ich habe ja, wie gesagt, durchaus eigene Vertreter. Ich sage mal, man muss so ein bisschen auch das Regulativ sein. Das, so sehe ich meine Rolle auch als Oberbürgermeister zwischen denen, die alles sofort wollen und denen, die gar nichts wollen. Und das ist insoweit durchaus eine angenehme Rolle. Und wenn man dann am Schluss sich durchsetzen kann, ist es auch nicht die allerschlechteste aller denkbaren Varianten. Ein emotionales Thema in der Stadt ist auch immer die medizinische Versorgung der Menschen. Die ist jetzt wieder viel mehr in den Vordergrund gerückt. Ja. Gerade die städtischen Kliniken hatten ja wirklich harte Zeiten. Die waren ja vor gut 10 Jahren nahe an der Pleite, hatten ein hartes Sanierungsprogramm. Und jetzt hat es die Corona-Krise wieder voll erwischt. Sie haben die Kliniken in der kommunalen Hand behalten, bewusst auch. Dafür muss man sagen, fehlt es am Geld jetzt noch mehr als vorher. Wie geht es denn mit der medizinischen Versorgung in der Stadt weiter und planen Sie weiterhin mit kommunalen Kliniken, so wie es jetzt war? Da kann man ja unbedingt und kategorisch Ja sagen. Also ich glaube, noch nie gab es einen besseren Beweis für eine richtige politische Entscheidung als jetzt die Corona-Krise, dass es immer richtig war, was ja mein Vorgänger schon immer unterstrichen hat, dass wir die Kliniken nicht aus der Hand geben. Ich glaube, die Münchnerinnen und Münchner haben jetzt noch mehr verstanden, wie wichtig es ist, dass wir kommunale Häuser haben, die halt dann das tun, was man auch kommunal für politisch richtig hält, zum Beispiel eben einfach nicht mehr operieren und nicht bis zum letzten Punkt Kniegelenke operieren, weil man damit schön viel Geld verdient, sondern einfach sagen, wir müssen jetzt ein paar Betten freihalten für
Covid-Patienten. Das kann ich meinen eigenen Kliniken aufoktroyieren, muss ich nicht, weil es der Dr. Fischer genauso sieht, aber könnte ich. Den privaten Kliniken ist es nicht die allerwichtigste aller denkbaren Aufgaben. Da dauert es immer ein bisschen, jedenfalls war es im Frühjahr dieses Jahres schon schwierig, erstmal die alle davon zu überzeugen, dass sie jetzt erstmal aufhören sollten zu operieren. Nein, und es ist auch diese Notfallversorgung, die die Münchner unbedingt brauchen. Wir sind diejenigen, die 24 Stunden, 7 Tage jedes Wehwehchen, sei es größer oder kleiner, behandeln. Und zwar wissen wir, dass wir damit defizitär sind. Und ich glaube, diese Krise wird, das habe ich mit Jens Spahn erst kürzlich mal besprochen, wird dazu führen müssen, dass wir die Honorierung der Gesundheitsleistungen völlig anders aufstellen müssen, dass wir die Krankenhausfinanzierung auf völlig neue Beine stellen müssen. Das Thema DIGs, das da eingeführt wurde, führt jedenfalls dazu, dass es viel Rosinenpicken gibt und die öffentliche Hand und die staatlichen Krankenhäuser eigentlich das machen müssen, wofür man dann bestraft wird, nämlich die Notfallversorgung. Das kann dauerhaft nicht so bleiben, aber das ist was, was man nach der Krise tatsächlich auch mit der Bundespolitik besprechen muss und auch wird. Aber ich freue mich tatsächlich auch, ich kriege tatsächlich Zuschriften, die genau in dem Thema sind, sagen, gut, dass ihr die nicht verkauft habt, weil jetzt wissen wir erst, wie wertvoll das ist. Und ich will die Gelegenheit nutzen, nochmal ganz herzliches Danke zu sagen, insbesondere nicht an diejenigen, die das Geld zur Verfügung stellen, sondern an diejenigen, die dort den Job machen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon in den Krankenhäusern, in den Stationen war, so viel wie noch nie. Und versuche immer auch diesen Dank rüberzubringen, denn das, was die seit 10 Monaten da leisten, also quasi ohne Pause, ist sensationell, die Kolleginnen und Kollegen. Und sie haben zu Recht immer gesagt, Applaus allein ist zu wenig. Und ich habe den Markus Söder auch bei 2 öffentlichen Auftritten, wo wir vor Ort miteinander waren, gesagt, wir müssen uns daran erinnern, was wir jetzt beide hier gesagt haben, wenn diese Krise mal vorbei ist. Man muss auch alles dafür tun, dass sowohl Tarifsysteme als auch auf der öffentlich-rechtlichen Vertragsseite wir den Menschen auch zeigen, dass sie systemrelevant sind und das auch entsprechend honorieren. Da, glaube ich, muss noch mehr passieren. Und wenn es in München, heißt es für mich, und das tun wir auch, nennenswert Wohnraum schaffen für diese Klientel, für die Beschäftigten an den Krankenhäusern, aber auch in Pflegeeinrichtungen. Wir haben das Thema Erzieherinnen, die auch unter hohem Einsatz das alles jetzt machen. Ich glaube, diese Krise hat schon auch gezeigt, dass eine öffentliche Hand und die öffentlich Beschäftigten nicht das landläufige Bild, das vielleicht der eine oder andere noch hat, nämlich dass wir ab 14 Uhr nasebohrend im Büro sitzen, erfüllen, sondern dass sie sich wirklich unter höchstem Einsatz sich darum kümmern, dass diese Stadt läuft und dass den Menschen das denen halbwegs gut geht. Und da kann man eigentlich nur immer wieder Danke sagen dafür. Jetzt haben Sie im Prinzip die Frage von unserer Leserin Gabriele Lange schon beantwortet. Die wollte wissen, ob Sie sich mal persönlich ein Bild gemacht haben von der Situation in den Krankenhäusern. Sie war selber kürzlich Patientin in der Klinik und schreibt, ich habe eine extreme Überlastung und Frustration von Ärzten und von Pflegern erlebt. Viele sind in Quarantäne oder krank. Ja, viele sind es nicht, Gott sei Dank. Es sind mehr als sonst üblich, was man durchaus verstehen kann. Erstens mal ist auch eine Pflegerin oder ein Arzt nicht davor gefeit, von diesem Virus befallen zu werden, selbst wenn die wirklich nahezu alles tun, was man tun kann. Auch die haben ein Privatleben, zwar ein viel zu kleines, aber auch da ist die Gefahr einfach immer latent da, sich anzustecken. Und zweitens sind da tatsächlich auch einfach physische Erschöpfungszustände, aber auch psychische Erschöpfungszustände nicht auszuschließen. Wenn du so viele Monate so intensiv wirklich am Patienten arbeitest, das ist wirklich etwas, das muss man sich anschauen, muss sich auch mal wirklich vorführen lassen, was da passiert, wie aufwendig es ist, jemanden zu beatmen, wie viele Menschen notwendig sind, um so einen Beatmungspatienten, der ja nicht nur 2 Tage am Beatmungsgerät, sondern Wochen am Beatmungsgerät ist und danach sofort weiter physiotherapeutische Behandlung braucht, weil er sich nämlich nicht mehr bewegen kann, weil es keine Muskeln mehr gibt. Also es war mir total wichtig, dass ich mir das vor Ort von A bis Z wirklich angeschaut habe und auch das nicht nur ein einziges Mal. Übrigens auch, also wenn ich gehe, eben ohne Medien und ohne Begleitung von Fotografen, weil es mir tatsächlich darum geht, das erstens zu verstehen und dann auch die tatsächliche Wertschätzung einfach auszudrücken. Was wir gemeinsam machen müssen, ist, dass wir nach dieser Krise tatsächlich auch nochmal über das Thema Entlohnung von diesen ganzen systemrelevanten Bereichen noch nachdenken müssen im öffentlichen Bereich. Das werden wir tun, aber mir war es wichtig, auch vor Ort zu sein. Und ich will auch denjenigen, die immer sagen, das ist alles nicht so schlimm, und diejenigen, die sagen, bis hin zu denen, die sagen, das gibt es gar nicht, sagen, also wer einmal auf so einer Corona-Station war und die Angehörigen gesehen hat, die da weinend und bangend vor der Tür sitzen, der würde wahrscheinlich etwas weniger halbintelligent daherreden.
und sich etwas intensiver mit dem Thema befassen. Eine Berufsgruppe, die sich auch gerade sehr verdient macht, haben Sie gerade angesprochen, die Erzieherinnen und Erzieher, die stehen ja unter Dauerdruck, haben viel Belastung, auch unter Gefahr angesteckt zu werden. Die haben ja auch gerade kürzlich dafür geworben, mehr Geld zu bekommen, und zwar dadurch geworben, dass sie auch gestreikt haben. Da haben Sie relativ harte Worte gefunden in dieser Zeit zu dem Streik. Würden Sie das wieder so machen oder denken Sie, da haben Sie vielleicht ein bisschen zu viel des Guten getan? Ich habe ja nicht die Erzieherinnen und Erzieher kritisiert, ich habe die Gewerkschaft kritisiert. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe kritisiert, dass man in der Zeit der größten Gesundheitskrise nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerechnet den Bereich bestreikt, der viele tausend Familien in unserer Stadt zusätzlich belastet. Die Eltern in dieser Stadt hatten über Monate schon jeden Urlaub, jede Überstunde aufgebraucht, jede Oma, Opa mehrfach mit ihren Kindern beglückt. Und dass man dann auch noch diese Institution bestreikt und dann bei den Eltern noch mal dazu beiträgt, dass sie völlig hoffnungslos sind und völlig ratlos, was sie mit ihren Kindern machen sollen, das fand ich einfach nicht den richtigen Schachzug. Gipfeln dann damit, dass man am Schluss noch den öffentlichen Nahverkehr bestreikt, obwohl wir alle wissen, dass wir genau das eigentlich vermeiden wollten. Ich will es gar nicht mehr vertiefen. Also ich habe nicht die Kolleginnen und Kollegen, deren Anliegen ist völlig bewusst. Ehrlich gesagt darf ich noch mal daran erinnern, dass ich vor der ersten Wahl derjenige war, der gegen große Widerstände diese Zulage für diese Erzieherinnen und Erzieher erstritten hat, die bis dahin immer als sakrosant galt, weil man sagt, man kann das nicht machen, dass man denen mehr Geld gibt. Das war 2014, diese 200 Euro mehr. Ich würde ihnen gerne noch andere Zulagen zukommen lassen. Leider ist das Tarifrecht ein Flächentarifvertrag, der im Bund gilt. Und die anderen Bundesländer sind mäßig begeistert, wenn wir weitere Zulagen erfinden. Also nochmal, diejenigen, die ich gerade angesprochen habe, da wäre ich der Erste, der sagt, das muss es uns wert sein und sollte es uns auch wert sein. Nur das kann ich halt einfach allein nicht. Das ist das Problem. Ich kann nicht darüber entscheiden, was eine Erzieherin verdient. Das sind die Gewerkschaften. Und wie gesagt, genau die Gewerkschaften, die dann durch Bestreiken dieser Institutionen versuchen, einen besseren Tarifabschluss zu ergattern, der aber dann auch nicht das erfüllt, was die Erzieherinnen und Erzieher wollten, nämlich eine deutliche Zulagensteigerung. Darüber ist nichts, aber auch nichts erzielt worden. Und deswegen war ich da sehr, sehr unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Strategie. Hat aber überhaupt nichts mit der Wertschätzung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu tun, nicht im geringsten. Vielleicht nochmal zurück zum aktuellen Krisenstab, zur Aktualität. Jetzt geht es bald los mit den Impfungen, es gibt große Hoffnung. Und es laufen aufwendige Vorbereitungen für diese Impfungen in München. Können Sie ein bisschen erzählen, wie das ablaufen soll? Wer soll denn zuerst geimpft werden? Ja, gerade die Frage kann der Münchner Oberbürgermeister natürlich derzeit nur sehr rudimentär beantworten, weil es wird eine nationale Impfstrategie geben, weil es ja um die Verteilung des Impfstoffs geht. Ich könnte schon sagen, wie ich es mir vorstellen könnte. Aber das wird nichts bringen, weil ich brauche dazu den Impfstoff und der wiederum wird nach einem nationalen Plan verteilt. Der ist übrigens noch nicht fix, weil man, glaube ich, noch derzeit einfach überlegt, welchen Sinn es, welche Reihenfolge macht. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass man natürlich ältere Menschen und vulnerable Gruppen erstmal schützen muss. Man muss aber auch klar sagen, dass man schon die Menschen nur dann impfen kann, wenn man auch weiß, dass der Impfstoff denen gut tut und nicht schlecht tut. Also sprich, es muss in jeder Form klinisch durchgetestet sein. Und klar ist für mich auch, dass wir unser Klinikpersonal und das Personal in Altenheimen, das Personal in den Kitas etc. als tatsächlich wichtiges Personal aus meiner Sicht zuerst werden impfen müssen. Aber das ist eine Einschätzung, die ich habe, die wird letztlich geleitet auch durch diese nationale Impfstrategie. Wir haben nur die Aufgabe, die wir erfüllt haben und erfüllen werden, ein entsprechendes Impfzentrum fertigzustellen. Das werden wir hinbekommen, wenn gleich das eine sehr sportliche Zeitaufgabe war, aber das werden wir hinbekommen, weil das Thema Impfen, mal ganz deutlich gesagt, eigentlich nahezu die einzige Hoffnung ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann wieder mal ein normales Leben leben wollen, wie wir es vor Corona kannten. Also muss es unser gemeinsames Interesse sein, erstens mal möglichst schnell und möglichst viele Menschen zu impfen, hoffend darauf, dass dieser Impfstoff tatsächlich das auch hält, was er verspricht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wir werden auf jeden Fall diese Impfzentren, also dieses Impfzentrum jetzt erstmal einrichten. Wir werden es in der Messe einrichten, wo wir ja auch schon unser Contact-Tracing-Team jetzt untergebracht haben. Einer der wenigen Nutzen dieses Schadens, wir haben freie Messehallen,
finden wir, also ich bin auch im Aufsichtsrat der Messe und wir hatten diese Woche Aufsichtsratssitzung, da klingt es anders, die Freude über freie Messehallen, aber zumindest haben wir hier logistisch die Möglichkeit, das durchzuführen und wir werden das Mitte Dezember fertig haben und dann warten, ob der Impfstoff schon Mitte Dezember da ist und dann auch unmittelbar beginnen, wenn diese nationale Impfstrategie da ist, die Gruppen, die dann dort vorgesehen sind, auch regelmäßig durchzuimpfen. Und dann hoffen tatsächlich, dass es uns gelingt, eine breite Durchdringung der Bevölkerung herzustellen. Es wird keine Impfpflicht geben. Das heißt, wir müssen dafür werben, dass sich Menschen tatsächlich auch freiwillig impfen lassen. Auch da gibt es durchaus zwei Meinungen, das wissen wir auch. Aber wir werden, wie gesagt, wir aus München werden jedenfalls unsere Hausaufgabe machen, damit wir dann in diese Impfstrategie einsteigen können. Zum Schluss würden wir Ihnen gern noch drei kurze Fragen stellen und wir bitten um recht kurze, prägnante Antworten, wenn es geht. Die erste Frage wäre, was haben Sie denn aus diesem ungewöhnlichen Jahr gelernt? Ich habe positiv gelernt, dass meine Stadtverwaltung in der Lage ist, doch wirklich herausragende Probleme schnell zu lösen, wenn man sie machen lässt und wenn man die Hauptschwierigkeiten, die es gibt, nämlich vielfältige Zuständigkeiten, lange Abstimmungsprozesse dadurch verkürzt, dass man sie in einem kleinen Gremium, bei uns jetzt genannt Krisenstab, zusammenfasst. Das ist ja durchaus eine positive Erkenntnis, die ich schon mal hatte in meiner ersten zu bewältigenden Krise, nämlich 2014, 2015, als viele Geflüchtete zu uns kamen. Und auch weiterhin ein großes ehrenamtliches Engagement der Münchner Bevölkerung da ist. Das ist einfach eine positive Erkenntnis aus dieser bisherigen Krise. Und was haben Sie denn am meisten vermisst? Also ganz persönlich habe ich natürlich schon Sozialkontakte vermisst, aber auch natürlich Dinge wie ganz einfach mal ins Konzert zu gehen, mal ins Kino zu gehen. Nicht drüber nachzudenken, wo ist meine Maske gerade, kann ich jetzt den Schritt noch gehen oder nicht gehen. Also ganz normale Sachen wie im Sommer in den Biergarten gehen oder sowas, das habe ich schon vermisst, das muss man einfach ganz offen sagen. Ich habe sogar, und das kann ich jetzt auch ohne Heuchelei sagen, meine Bürgergespräche vermisst, also die Treffen mit 200-300 Münchnerinnen und Münchnern, die einfach mal vorher frei sagen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden. Das hat mir immer wahnsinnig weitergeholfen in meinem Job als Oberbürgermeister, nicht irgendwie aus dem Rathaus raus Entscheidungen zu treffen, sondern den Versuch zu starten, mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch die richtigen Dinge zu finden. Das fehlt mir schon. Und das kann man leider digital auch nicht wirklich vernünftig nachholen. Gibt es auch was, bei dem Sie dieses Jahr gemerkt haben, dass Sie darauf gut verzichten können? Ja, Flugreisen. Also gerade diese Kurztrips. Also wenn ich zurückdenke, Gespräche mit der Kanzlerin waren bis dieses Jahr so, dass du für eine Stunde Termin nach Berlin geflogen bist. Oder Hauptausschusssitzung Deutscher Städtetag oder Präsidiumssitzung Deutscher Städtetag, ja, da bist du halt irgendwo hingeflogen. Jetzt machen wir das online mit mindestens, ja, je kleiner das Gremium, desto besser tatsächlich auch, aber vernünftigen Ergebnissen. Also das werde ich nicht vermissen, diese Kurztrips. Ja, wir sind schon am Ende angelangt. Wir wollen Ihnen zum Schluss auch noch mitgeben, Herr Reiter, dass wir von unseren Leserinnen und Lesern nicht nur kritische Fragen bekommen haben, sondern auch sehr wohlmeinende Kommentare. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, keine Frage, nur ein Dankeschön oder Respekt, Herr Reiter schlägt sich tapfer. Das ist schon mal schön. Nicht nur Kritik. Leider konnten wir nicht alle Fragen unserer Leserinnen und Leser heute beantworten, aber Sie haben uns ja versprochen, die Briefe und die Mails mitzunehmen und auch alle zu beantworten. Es freut uns sehr. Viele Fragen sind auch heute schon ins Gespräch eingeflossen, auch nicht im direkten Zitat. Vielen Dank dafür und natürlich, dass Sie heute bei uns waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das Format gut und ich glaube, wir müssen in diesen Zeiten einfach das öfter machen. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Geduld, viel Kraft und gute Nerven im Kampf gegen die Pandemie. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Jetzt, glaube ich, sind wir weg.